Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus der Außenstelle Balkonistan, Enklave Unterlagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dela Kochstudio. Wir begrüßen Sie heute zu einer weiteren Sendung und wollen heute mit euch. Was wollen wir kochen? Wir wollen eine, Abwandlung des Pizzabrötchens machen. Und zwar, das Ganze soll ein bisschen mehr in Richtung Geschmack eines Elsässer Flammkuchens gehen. Richtig. Und wir haben hier tatsächlich als Rohmaterialien richtige Zwiebeln, Schinkenwürfel, wir haben Sour Cream, wir haben Käse, wir haben Schnittlauch, weil wir keine Lauchzwiebeln gefunden haben. Wir haben Pfeffer und Salz natürlich. Und jetzt kommt es zu einer besonderen geheimen Zutat, denn wir haben selbstgemachte, selbstgebackene Brötchen. Genau. Und über die solltest du, weil du der Brötchenverantwortliche in diesem Haushalt bist, vielleicht kurz was erzählen. Ja, kann ich machen. Das sind Weizenbrötchen mit Sauerteig. Also ist Basis ist ein Weizensauerteig, da hat Weizenmehl dazu. Ein bisschen Hefe noch, Salz gehen lassen. Und das Rezept vom Plötzblock werde ich verlinken. Das ist gut. Du. Werde ich tun. Hervorragend. Wir bedanken uns natürlich an dieser Stelle bei den Kollegen. Und ich würde sagen, wir fangen an. Also wie gesagt, die Brote waren jetzt schon eingebacken. Also das sind schon fertige Brötchen. In dem Sinne. Ja. Wir kümmern uns jetzt also prima um den Belag. Das bedeutet, wir öffnen die Packung mit der Sauerkrim. Genau. Der Inhalt kommt in eine Rührschüssel. Richtig. Und wir wissen, dass es wirklich nur eine sehr grobe Anlehnung an den Elsässer Flammkuchen ist. Richtig. Also das, bitte nicht schimpfen. Und wenn schimpfen, dann woanders. Ja. Die Zwiebeln sind als, so halbe Dinge vorgeschnitten. Die hacke ich jetzt noch klein. Genau. In die Sauerkrim rein. Genau. Und was auch noch? Ach, ich glaube, das reicht. Ja, aber warte mal, die hier ist ganz viel klein gegründet, das kippen wir rein. Also ja, das können wir mit reinkippen. Ja, wir haben jetzt die gehackte Zwiebeln appliziert. Wir machen jetzt weiter mit dem Schnittlauch. Den haben wir einfach beim Einzelhändler unserer Wahl gekauft. Man kann selbstverständlich auch selber angezogenen Schnittlauch verwerten, wenn man das möchte. Und ich nehme an, man kann sicherlich auch alle anderen kräuterartigen Erzeugnisse nutzen, die man so haben will. Aber da wir eben auf den Effekt der Lauchzwiebel hinwollen, haben wir uns für Lauch entschieden. Das Ganze möglichst fein hacken. Dabei natürlich wie immer auf den Arbeitsschutz achten. Langweilig. Ich finde, so eine rote Note würde dem Ganzen auch gut tun. Aber nee, nichts darf man. So. Dann würde ich sagen, applizieren wir jetzt die Schinkenwürfel. Ja, ich mache so die halbe Packung. Es müssten 125 Gramm sein, glaube ich. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ja. Aber das ist nicht unmöglich. Und die, das wird genau die Hälfte. Ja. Nee, es sind quasi die Hälfte von 125. Dann haben wir beschlossen, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten zu verfahren. Entweder man würde das Ganze jetzt schon ein wenig würzen mit Pfeffersalz und was auch immer man will. Aber wir haben beschlossen, wir würden außerdem direkt in die Mischung den Käse schon einrühren, statt Käse oben drauf zu machen. Ist das richtig, dass wir dabei bleiben? Genau. Wobei, ja, auf Flammkuchen gehört kein Käse, wissen wir. Aber nicht, von innen war keine Rede.
Genau, aber mit Käse ist halt geiler. Okay. Ist das eigentlich weißer Pfeffer oder ist das Zucker? Das ist weißer Pfeffer, ja. Kannst du als Profi was dazu sagen, ob es einen Unterschied macht, ob man schwarzen oder weißen Pfeffer macht? Weißen Pfeffer sieht man in Spätzle weniger. Ja, ich habe keine Ahnung, ob der irgendwie großartig mehr schmeckt oder weniger schmeckt. Oder mehr oder weniger intensiv ist. Es kommt nun zur Beifügung des Käses. Ja, also wir haben hier Gouda. Genau, das ist eine gute Handvoll. Ich schätze mal, 100 Gramm könnte das sein. Und für die Hälfte ja, auch. Genau. Ja, und das... Die Masse mengen wir jetzt zusammen und gucken dann mal, ob das eine verwertbare Pampe gibt. Also ich hoffe doch, ich bin nicht zweifelig. Ja, ich war mir nicht sicher, ob eine Menge Sauerkraut reicht. Aber das sieht gut aus. Ja. Gesundheit. Danke. Zum Niesen bitte immer von den Zutaten weg. Und am besten ganz vermeiden. Was bei mir schwer ist, wenn ich mit Pfeffer arbeite. Also die Masse sieht schon sehr delikat aus. Da ich persönlich ein großer Freund von Schnittlauch bin, hätte ich gesagt, wir schneiden jetzt noch separat ein bisschen Schnittlauch, den wir hinterher nach dem Aufbacken dann drauflegen. Das können wir machen. Können wir natürlich auch dann frisch schneiden. Ja, das können wir schon. Weil ich weiß nicht, wie schnell der auftrocknet. Aber jetzt ist generell für mich generell ein gutes Konzept. Ja. Aber ich befürchte, wir müssen mehr als die geplanten 4 Semmeln machen, weil es zu viel Masse ist. Das wird nicht oder gar müssen wir gar nicht. Wir heben einfach von dem Belag auf und machen das dann frisch. Oder nutzen ihn als Dip. Könntest du auch als Dip machen oder halt... morgen oder wann? Genau. Das Ganze nochmal in frisch machen. Ich glaube, wir haben jetzt die Hälfte ungefähr. Mhm. Genau, das Ganze kommt jetzt in den Ofen. Genau, bei 180 Grad für, ich sag mal, 10 bis 15 Minuten. Da werde ich das sehr nach Gefühl machen und immer mal reinspinsen, wie das aussieht und... Ja, dann hören wir uns zur Verkostung wieder. Genau, bis dann. Ciao. So, das Endprodukt war jetzt 20 Minuten im Ofen. Mhm. Bei wie viel Grad? 180. 180 Grad. Wir haben einen sehr angenehmen Bräunungsgrad, wie ich finde. Ja, hätte vielleicht ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht, ob das noch viel brauner wird. Also ich muss sagen, ich bin sehr glücklich damit. Mhm. Ich befürchte nur die Verkostung. Wird noch ein wenig dauern, weil heiß, heiß, heiß. Ich probier's mal. Ja, nein. Heiß, heiß, heiß. Lass es ein paar Minuten abkühlen. Was heiß ist, aber wenn ich ein bisschen vom Belag unternehme. Ist schon sehr geil. Mhm. Ja, ja. Es ist sehr heiß, aber sehr lecker. Ich muss jetzt auf die Gefahr hin, mir den Gaumen komplett zu verbrennen, einfach weiter essen. Also ich habe gerade ein Füllungsprobier gemacht. Die Sauercreme, finde ich, kommt gut durch. Mhm. Der Schinken macht das Ganze angenehm salzig, aber nicht übertrieben, finde ich. Mhm. Die Kräuternudel kommt meiner Meinung nach auch ganz gut. Also ich bin zufrieden. Ja, schon. Und ich. und ich würde auch tatsächlich behaupten, man könnte das mit etwas Fantasie als Essesser durchgehen lassen. Ich denke auch. Den Käse sieht man nicht, der ist versteckt. Also funktioniert das. Gut, in diesem Sinne, wir lassen es uns jetzt schmecken. Passt auf euch auf. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss.